unsere vierbeinigen Freunde, wie unser Chuck hier, die haben ja von Natur aus einen Traktionsvorteil, sozusagen einen biologischen Allradantrieb. Und der Wunsch, diese Technik im Fahrzeugbau umzusetzen, der ist so alt wie der Automobilbau selbst. Schon 1903 wurde der erste allradgetriebene Rennwagen, der Spyker 60 HP, entwickelt, der vier Jahre später auf der Wettfahrt von Peking nach Paris für Furore sorgte. Am Geländewagensektor war es der legendäre Willys Jeep, der ursprünglich für militärische Zwecke konzipiert und härtesten Tests unterzogen wurde. Seitdem sind die Techniker nicht müde geworden, das Thema Allrad kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mittlerweile setzen nahezu alle Hersteller auf verbesserte Traktion bei ihren Modellen. Die alleine steht aber nicht im Mittelpunkt. Ja, Chuck hat uns gezeigt, was es heißt, Traktion zu haben. Bis vor nicht allzu langer Zeit hat man für diesen Allradvorteil einige Dinge in Kauf genommen. Mehr bewegliche Teile, mehr Gewicht, höhere Anschaffungskosten und natürlich auch mehr Spritverbrauch. Neue, leichtere Materialien, schnellere Elektronik und die jahrzehntelange Erfahrung in der Allradforschung haben nicht nur die Einsatzmöglichkeiten deutlich verändert. Und es geht nicht mehr nur darum, Traktion zu haben, sondern auch um Effizienz und um Sicherheit. Bei Mitsubishi ASX ist es die Allradphilosophie AWC, die diesem Fahrzeug auch jenseits der Straßen seine Geländetauglichkeit verleiht. Hier kann der Fahrer zwischen drei Stufen den Antrieb betreffend wählen. 2WD, 4WD und 4WD-Lok. Via Knopfdruck ist man also für jede Anforderung bestens vorbereitet. In Verbindung mit effizienten Motoren und vielfältigen Assistenzsystemen bewähren sich solche Fahrzeuge sowohl im Gelände als auch im Alltag. Ein ähnliches Konzept, allerdings in stärkerer Offroad-Optik verpackt, verfolgt die Renault-Tochter Dacia. Auch hier können verschiedene Antriebsarten vom Fahrer gewählt werden. 2WD dient wieder dazu, die Kraft auf die Vorderräder zu bringen und hier kraftstoffsparend und emissionsarm unterwegs zu sein im normalen Gebrauch. Über einen Drehknopf in der Mittelkonsole kann der Fahrer den Modus Auto wählen. Das bedeutet, dass automatisch die Motorkraft bis zu 50% auch an die Hinterachse gebracht wird, wenn es notwendig ist. Dem sehr offroad-affinen Design des Fahrzeugs entsprechend ist er im gesperrten Modus durchaus auch für schwieriges Terrain jenseits der Straße geeignet. Vom situativ wählbaren nun zum permanenten Allradantrieb. Der japanische Hersteller Subaru bleibt auch mit dem Modell XV seiner Philosophie des permanenten Allradantriebs treu. Hier sind es zwei Dinge, die diesen All-Wheel Drive, kurz AWD genannt, so markant in seinem Fahrverhalten machen. Erstens ein sehr niedriger Schwerpunkt durch den Boxermotor, der sehr tief im Fahrzeug verbaut ist, und eine sehr ausgeglichene Gewichtssymmetrie über das gesamte Fahrzeug verteilt. Die Kraftverteilung erfolgt hier komplett automatisch, das heißt ohne Zutun des Fahrers. Somit ist man in jeder Fahrsituation, egal auf welchem Untergrund, sicher unterwegs. Allrad findet aber auch zunehmend in Fahrzeugen seinen Platz, bei denen man diese Technik vordergründig nicht vermuten würde. Das schicke Design, die erhöhte Bodenfreiheit, das Go-Kart-Feeling beim Fahren, kombiniert mit dem Allradsystem All 4, machen den Mini Countryman zu einer sportlichen Stilikone. Steht für die Klientel des Mini in erster Linie wohl die Optik im Vordergrund, so steckt dennoch viel Know-how aus dem Extremsport in diesem Fahrzeug. Denn die Basis des Countryman hat die wohl härteste Rallye der Welt, die Dakar, mehrmals gewonnen. Das Besondere an diesem Allradkonzept, Tempo, Lenkwinkel und sogar die Traktion der Räder, wird kontinuierlich überprüft und die Kraft je nach Bedarf punktgenau verteilt. Ja, und dass der Mini Countryman in Österreich gefertigt wird, macht ihn natürlich auch besonders sympathisch. Und wenn unser Chuck mit seinem biologischen Allradantrieb müde wird, macht er sich's im Auto gemütlich. Aber bitte richtig gesichert. Hold, 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 hold.